Spur, die wir in der Geschichte hinterlassen, werden wir das gesamte letzte Jahrzehnt bereuen müssen? Wir sollten das bereuen. Der Krieg im Irak basierte auf Lügen. Es gab dort keine Massenvernichtungswaffen. Sie hatten nichts zu tun mit Al-Qaida und dem 11. September. Sie hatten nichts zu tun mit dem Antragsangriff auf Washington. Wenn wir uns das also alles genau ansehen, Irak war ein missratenes Abenteuer. Die Leute, die uns dorthin gebracht hatten, sollten immer noch zur Verantwortung gezogen werden. Wir haben 3 bis 4 Billionen nur im Irak ausgegeben, Afghanistan. Wir hätten dort niemals einmarschieren dürfen. Wir hätten von dem lernen sollen, was die Russen in Afghanistan erfahren haben. Aber was sollen wir denn jetzt machen? Sorry sagen? Entschuldigung sagen? Wissen Sie, wir müssen unsere Position in der heutigen Welt neu bestimmen. Die USA können nicht der Polizist der ganzen Welt sein. Die USA sollten anderen Nationen nicht sagen, wie sie zu leben haben. Wir sollten auch nicht die Regierungen anderer Nationen aussuchen. Wir sollten hier zu Hause bleiben. Wir sollten etwas gegen die Arbeitslosigkeit unternehmen. Wir haben 10 Millionen Arbeitslose. Millionen verlieren noch immer ihre Häuser. Menschen verlieren ihre Versicherungen, ihre Krankenhaus- und Arztkosten werden nicht bezahlt. Wir sollten uns auf die Probleme hier zu Hause konzentrieren und mit diesem weit ausgebreiteten militärischen Empire Schluss machen. Das ist wahnsinnig. Die USA geben Billionen im Ausland aus und wir haben genügend Probleme hier zu Hause. Machen wir die USA zu einem leuchtenden Beispiel für die Demokratie, anstatt versuchen zu beweisen, wir könnten das an anderen Stellen auf der Welt bewerkstelligen. Well, you know, I guess all I could say is that I wish it looked like we had a candidate that was actually willing to do that rather than still overextend ourselves abroad. Congressman, thanks so much for joining us tonight. Thank you. Thanks. Good to see you.